Hallo und schön, dass du meinen Kanal gefunden hast, dass du reinschaust. Heute möchte ich dir zeigen, wie man ganz easy solch ein Herz selber flechten, selber biegen kann aus Materialien, die du vielleicht in deinem Garten hast, die wirklich nichts kosten, nur ein bisschen Draht und wie einfach das geht und in 2-3 Minuten es fertig ist, das zeige ich dir jetzt. Äste abgeschnitten, solche Ranken vom Schlingknöterich. Ihr könnt auch Efeu nehmen, ihr könnt die schönen Ruten nehmen von der Birke und dann brauchen wir noch einen Draht. Ich habe hier einen grünen Wickeldraht, den die erstmal komplett und mit diesem Draht am Anfang in sich verschlungen, damit er hält. So, und dann, das sind 4, 5, 6 Ruten. Und die umwickeln wir jetzt einmal der Länge nach richtig zu einem dicken Strang. Von vorne nach hinten, als umwickelt, so lang wie er ist. Dann können wir den nämlich ganz toll biegen, wie wir den brauchen. Und die gibt es ja jetzt in rauen Mengen. Natürlich, die Blätter haben wir abgezogen. Da sind nur ein paar kleine noch dran. Die fallen von alleine runter und dann braucht man eine richtig lange Rute. Wie gesagt, ich habe jetzt 1,20 Meter, kommt auf euren Topf drauf an. Und das umwickeln wir bis vorne hin. Das geht ganz easy. Ja, haben wir es gleich. Vorne können wir es dann abschneiden, was zu viel ist. Und auch hier müssen wir dann den Draht in sich verdrehen, damit er hält. Geht am besten, wenn man hier ein Stückchen nimmt und da das Stückchen und dann einfach ineinander verdreht. Den Überstand schneiden wir jetzt weg, dass wir eine schöne Endung bekommen. So. Jetzt biegen wir die zwei Enden zusammen, so dass sie sich überlappen. Und das umwickeln wir auch noch mal ganz doll. Auch mit dem Draht. Mit dem grünen oder was ihr habt, das muss gar kein grüner sein. Ich hätte jetzt noch den grünen zu Hause, weil ich euch dann auch noch mal mit Dosen eine ganz tolle Art zeigen möchte, wie man einfach Konservendosen miteinander also dekorieren kann zum Einsetzen. So, und dann die Spitze komplett umwickeln. Ja. Und dann auch wieder miteinander verdrehen. Abschneiden und miteinander verdrehen, dass das richtig dolle hält. Dann haben wir so eine Tränenform. So, und daraus, also den könnt ihr jetzt drehen wollt, da geht es auch ganz einfach. Wir drücken es nach unten, genau in der Mitte oben von unserer Träne. Halten es gut fest. So, und jetzt nehmen wir den Draht. Das machen wir dann gleich. Jetzt nehmen wir den Draht und umschlingen wie die Spitze das Mittelteil vom Herz. Von den sozusagen zwei Flügeln. Nach unten richtig schön umwickeln und dann auch wieder den Draht Anfang und Ende miteinander verschlingen. Braucht man gar nicht kaufen. Das kann man wirklich ganz toll mit Weidenruten machen, mit Efeuruten, Bier, Schlingknöderich, Birke, Klematis. Da gibt es so viel in den Gärten. So. Jetzt drehen wir es uns wieder richtig. So. Und fixieren nach unten noch etwas das Herz mit dem Draht. Hier oben kommt ein leichter Draht hinein. Wir ziehen es uns noch ein bisschen, wie wir es brauchen. Und dann haben wir schon ein fertiges Herz, was wir auch ganz prima einhängen können in unsere Deko oder einfach so als Türdeko benutzen können.
Und so einfach geht ein Harz. Wie gesagt, jetzt nehmen wir nur noch so mal ein bisschen Draht. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ich brauche nur ein Stückchen von dem Draht. Wir gehen hier oben durch das Verschlungene nochmal durch mit unserem Draht, fädeln da regelrecht auf. Und wenn das trockener ist, das sind ja jetzt da ganz, ganz frische Äste, dann kann man sogar den Draht wieder entfernen, weil es dann hält, wenn die richtig weggetrocknet sind. So, nach unten gezogen und dann schlingen wir das einfach in die Mitte nochmal durch und dann hält das. Und diesen Draht können wir dann auch benutzen, um das Herz in unserer Deko festzumachen. Einfach so. Und nun ist unser tolles Herz fertig, was eigentlich nichts gekostet hat. Mit unseren Winden, mit Schlingnöderich, Birke, Klematis, alles Mögliche kannst du verwenden. Du hast gesehen, wie einfach es geht. Und dann freue ich mich wirklich sehr, dass du zusammen mit mir in der Blumenwerkstatt warst. Bis wieder mal. Ganz, ganz liebe Grüße und tschüss!